Die Juden hatten es am schwersten in den Konzentrationslagern. Denn nachdem der Nationalsozialismus die sogenannte Endlösung proklamiert hatte, waren sie alle zur Ausrottung bestimmt. Und nur der Tatsache, dass Arbeitskräfte für die Kriegsindustrie gebraucht wurden, verdanken die wenigen ihr Überleben. Bei uns in Dachau wohnten sie abgesondert in Baracken. Sie mussten die härteste und dreckigste Arbeit machen und sie erlitten die gemeinsten Misshandlungen. Das Leben eines Juden, das galt so viel wie nichts. Ihre Zahl in Dachau schwankte, dauernd wurden welche in andere Lager abtransportiert. Die meisten aber starben in den Gaskammern von Auschwitz. Auch in Dachau war ein Krematorium. Und als ein Fassungsvermögen nicht mehr ausreichte, wurde ein zweites gebaut. Und eine Anlage zur Vergasung von Menschen dazu. Unter dem Vorwand, zum Baden zu gehen, sollten die Häftlinge in diesen Raum geführt werden. Dann wollte man die abgedichteten Türen schließen und tödliches Giftgas hineinleiten. In Dachau ist diese Vergasungsanlage nicht mehr in Betrieb genommen worden. Warum nicht? Bis jetzt weiß es niemand genau. Nur eines weiß man. Mitleid hinderte sie nicht. Denn unsere kranken, arbeitsunfähigen Kameraden schickte man als sogenannte Invalidentransporte in andere Vernichtungslager oder nach Schloss Hartheim bei Linz. Dort war die Vergasungsanlage in Betrieb. Dieses Schild hing die SS über die Verbrennungsöfen des Krematoriums, die Tag und Nacht brannten. Dennoch türmten sich in den letzten Monaten vor der Befreiung die Toten in den Leichenkammern. Wir hatten nicht genug Kohle, sie zu verbrennen. Der Verwesungsgeruch hing über der ganzen Gegend. Und was unter der Bevölkerung von Dachau draußen außerhalb des Lagers heimlich von Mund zu Mund ging, das wurde zur Gewissheit, als sie mit eigenen Augen sahen, was sich in ihrer unmittelbaren Nähe abgespielt hatte. Wir hatten Freunde unter den Dachauern. So manche haben uns geholfen, wenn wir auf Außenkommandos arbeiteten, uns ein Stück Brot geschenkt oder wenigstens einen mitleidigen Blick. Aber erst jetzt begriffen sie, dass der Name ihrer Stadt von dem hier nicht mehr zu trennen sein wird. Im Lager waren auch über 2700 Geistliche aus 20 Nationen, denn in Dachau hatte man sie aus allen Lagern zusammengezogen. Ihnen hatte man erlaubt, eine Notkapelle in einer der Baracken einzurichten. Hier wurde täglich die Messe gelesen, allerdings auch nur für reichsdeutsche Geistliche. Andere durften die Kapelle nicht betreten und wer beim Beten angetroffen wurde, musste schwere Strafen gewärtigen. Dachau, so heißt es, war kein Vernichtungslager, sondern ein Schutzhaftlager. Wer diese Unterscheidung macht, muss in Dachau gewesen sein, um zu wissen, wovon er redet. Von den über 200.000 registrierten Gefangenen, die zwischen 1933 und 1945 durch das Lager Dachau gingen, sind nach den bisherigen Ermittlungen 31.951 beurkundete Todesfälle festgestellt. Unbekannt sind die Zahlen der exekutierten sowjetischen Kriegsgefangenen, die Zahl der von der Gestapo zur Sonderbehandlung, sprich Exekution, in das Lager Dachau eingewiesenen, die Zahl der Todesfälle auf den Evakuierungstransporten bzw. Todesmärschen im März und April 1945 und viele andere mehr. Auf dem Leitenberg wurden in den zwei Monaten vor der Befreiung 4.318 tote KZ-Häftlinge in 8 Massengräbern verscharrt. Nach der Befreiung wurden die Toten von Dachauer Bauern zum Waldfriedhof und auf den Leitenberg gefahren. Dort fanden weitere 1.879 Häftlinge in 2 Massengräbern ihre letzte Ruhe. Auf dem Waldfriedhof 1.268. Das sind die beurkundeten Zahlen. Aber die vielen Ungezählten, die Namenlosen. Das Konzentrationslager Dachau ist frei. Die SS und ihre Gehilfen sind geflohen, erschossen oder in Gefangenschaft.
Ihre Hunde, deren Verpflegung um ein Vielfaches besser war als die der Häftlinge, werden nie mehr auf wehrlose Gefangene losgelassen. Noch waren die Nahrungsmittel knapp, denn auch außerhalb des Lagers war die Welt zerstört. Es gab Not und Hunger. Und die große Freude über die Freiheit durchzog die Qual der Ungewissheit. Was finde ich vor, wenn ich nach Hause zurückkomme? Leben meine Lieben, meine Freunde noch? Was ist geschehen in den Jahren der gewaltsamen Trennung? Aber über allem die Frage, die in diesem Augenblick nur die Ahnungsvollen begriffen. Wie werden wir fertig mit dem, was wir hier erlebt haben? Niemand, der hier war, kann das vergessen. Und wir schworen uns, diese Zeit darf nicht verloren sein. Nicht für uns und nicht für die Welt. Darum müssen wir alles daran setzen, dass es ein Dachau nie wieder gibt.